Jo Leute, Moon86 hier am Start. Und zwar richtig peinlich vom Ali. Er ist hops genommen worden. Und normalerweise ist man auf sowas gefasst. Wisst ihr, wie viele Bedrohungen ich tagtäglich bekomme? Wie oft die mich Da Vinci Code machen wollten und so weiter. Ich habe aus Kemal mehrmal Abi gemacht. Und zu seiner Frau und so weiter werden wir auch noch kommen. Und zu Taschko und so weiter. Versteht ihr? Und auf jeden Fall kann ich nur sagen, richtig peinlich. Das sind verzweifelte Leute, die versuchen mal totzuschweigen, dann versuchen die wieder lügen, dann entlarve ich die Lügen, dann glauben die, Zeit ist vergangen, jetzt können wir wieder anfangen zu lügen und so weiter, versteht ihr? Und alles, was ich beantworten habe müssen, habe ich beantwortet. Ich werde auch nicht mehr auf dieses Thema oder sonst was eingehen. Deswegen habe ich auch die Videos darüber überhaupt privat gestellt, weil ich habe alles dazu gesagt, mein Kanal. Ich schaue die Leute, um sich zu unterhalten. Und auf jeden Fall kann ich nur sagen, richtig peinlich und richtig cringe. Und auf jeden Fall werde ich auch die Tage dagegen rechtlich vorgehen, weil es einfach nur peinlich und lächerlich, wenn man einfach solche lächerlichen Lügen verbreitet und sozusagen da einfach nur Scheiße labert und wirres Zeug daher redet, nur weil die Person selber nicht klarkommt, weil die nicht korrekt zu ihrer Tochter war und da über Sachen hinweggeschaut hat, die ältere Schwester mit ihr zusammen Sachen gemacht hat und so weiter und die auch gewusst haben, mit wem die da gewisse Sachen gemacht haben und so weiter. Hat nichts mit mir im geringsten zu tun gehabt, das habe ich auch bewiesen. Ich habe auch da das Video reingestellt gehabt, was jeder gesehen hat, wo ihr seht, ich gehe selber zur Polizei, weil die so den Anschein erwecken wollten, als hätte ich was zu verbergen oder sonst was. Deswegen habt ihr auch gesehen, ich habe nichts zu verbergen, mal bergen. Ich habe alles mit den Leuten, was ich klären habe müssen, habe ich das geklärt und fertig. Und da kann die Mutter, da kann jeder von denen Lügen verbreiten oder was auch immer. Da werde ich die Tage rechtlich dagegen vorgehen. Und das war's. Mehr gibt es zu diesem Thema gar nicht mehr zu sagen. Und das ist ja genau der Punkt. Ich lasse mich nicht irgendwelche Themen diktieren und so weiter. Und bei mir wollten die Da Vinci Code machen, die wollten mich bedrohen und so weiter. Versteht ihr? Und der Unterschied ist, siehst du, Isa, mich kann niemand auseinandernehmen. Ich nehme die Leute auseinander. Ich bin Mo86, Tornado, Frank Kakabut, diese Dünschiskurgler, diese ehrenlosen Leute, die hintenrum mich seit Jahren boykottieren wollen. Und ihr seht ja, die spielen sich da gegenseitig die Bälle zu und Leute werden geschickt und so weiter. Ihr seht, da haben die auch ja jetzt bei Ali, bei der Frau Manovic gemacht und so weiter. Und er haltet sich noch immer an diese Satudara-Sache fest und so weiter. Und genauso der Isa, der jetzt Props gibt an seine Feinde und so weiter. Richtig peinlich, man merkt, er wird auch erwackelt nach der Zeit. Und für den Isa kann ich nur sagen, es ist gut, wenn du aufgestanden bist und jetzt mal deine eigene Meinung sagst und so weiter. Und nicht der kleine Fifi-Hündchen, Chihuahua von Ali Osmanovic wirst. Und ein Fanboy von mir wirst, Mo86, dir vielleicht tätowieren lässt hier oder so. Support Mo86, du weißt Bescheid. Oder Support der Brother Nostra Worldwide. Oder Support 313. Kannst du dir aussuchen. Einmal in deinem Leben. Und heute war ich auch TikTok live. Gleich haben wir über 2000 Likes gehabt. Hunderte Zuschauer und so weiter. Versteht ihr? Ich bin Viralito. Ich bin sozusagen ein Super-Star. Und das ist der Unterschied zwischen diesen ehrenlosen Capex, versteht ihr? Das ist das, diese ehrenlosen Leute mit ihrer Bordellvergangenheit. Das ist genau der Punkt, wieder Alkfurt, der stolz erzählt seine Gangbang-Stories und so weiter. Ekelhaft, Junge, ein Typ, der, versteht ihr, ich will keinen anderen Typen bei sowas zuschauen, sehen oder sonst was. Ekelhaft. Für denen ist Paradies, um notgeile Typen herumzusitzen. Für mich nicht. Ehrenlos, für mich sowas, versteht ihr? Und die gehen gegen den Islam vor, das Wichtigste hier in diesem Video. Die Sergeant at Arms hat den Sidar, den Gekanli zum Christen getauft oder in der Badewanne. Das macht diese Angels dazu, dass die eigentlich absegnen, dass Moslems zu Christen gemacht werden. Das heißt, die wollen missionieren, die bringen Moslems in ihren Club und wollen Moslems dann zu Christen machen. Auch wenn das Sidar jetzt kein Hells Angel ist und dem Club nahe steht, reicht das auch, wenn das Club nahe Personen sind, bei denen die das machen wollen. Und das sieht man ja auch, diese Brainwashing Merami, der sich ein Hakenkreuz tätowiert, obwohl er Iraner ist und Schwarzkopf ist. Aber das ist dann der Selbsthass, weil die Leute sich an Rassisten verkauft haben und so weiter, genauso wie der Manuelsen, der letzte Rassist ist, dass er Kopftuch und diese Sache, einfach richtig ekelhafter Typ, ein
kleiner Orospo ist das, ein Köpek, das kann ich nur sagen, der Chief, ja, du weißt schon, nun einfach nur peinlich, Junge, einfach peinlich, versteht ihr, ich kann nur sagen, Kuckuck. Einfach nur peinlich, diese Leute, das sind Köpeks, nicht mehr und nicht weniger, das kann man dazu sagen, versteht ihr, Mo86, Labrador Nostra, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, Peace out!